Der Mazda 6 sieht ja auch ganz schick aus, ne? Oh, ihr seid ja auch da. Ja, guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Frag Mazda. Und nee, ich bin hier nicht während der Arbeit am Rumdaddeln am Handy, sondern ich gucke mir die ganzen Hashtag meinen Mazda-Fotos auf Instagram an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, da sind schon ein paar richtig gute Exemplare dabei. Und ihr seid sehr fleißig. Über 19.000 Bilder auf Instagram. Verrückt. Aber wir gucken uns heute in dieser Folge an, wie lichtet man seinen Mazda eigentlich perfekt ab. Dazu habe ich ja wieder einen Experten an meiner Seite, und zwar den Felix. Er ist Profifotograf im Bereich Automobil und der hilft uns heute. Wir gucken uns das Ganze mal an. So, Felix, herzlich willkommen hier im Frag Mazda Studio und erst einmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ja, vielen Dank, Gerrit, für die Einladung. Ich freue mich. Erzähl doch mal ganz genau, was du eigentlich machst. Ja, ich bin in erster Linie Produktfotograf und habe mich eben auf Automobile spezialisiert. Und wie kommt man zum Autofotografieren? Naja, im Endeffekt ist es einfach eine Sparte der Werbefotografie. Als Produktfotograf könnte man sagen, dass das Automobil schon fast die Krönung der Disziplin ist. Einfach aufgrund der Komplexität des Produkts. Da gibt es einen sehr großen technischen Anspruch und das macht dann auch einfach Spaß. Okay, ich sehe es schon, du lebst das Ganze, ne? Erzähl doch mal über dein Equipment so generell. Ich habe jetzt heute drei unterschiedliche Kamerasysteme mal dabei. Das aber eher zum Veranschaulichen. Also einmal quasi eine Art Fachkamera, ist eben ein extrem modulares System. Also wir haben verschiedene Bags, die wir quasi adaptieren können, je nach Anforderungen. Die Objektive und alles Mögliche kann man natürlich tauschen. Alternativ dazu auch eben eine sogenannte Mittelformatkamera. Die sieht auch mehr aus wie eine Kamera, weil das ist sehr futuristisch da drin. Ganz genau, das ist wahrscheinlich eher das, was man von seinem Umfeld auch kennt. Das ist eine spiegellose Mittelformatkamera. Die hat jetzt im Vergleich zu der halt den wahnsinnigen Vorteil. Autofokus, ein Bildstabilisator, Zoom-Objektive. Das ist einfach sehr viel handlicher. Im Endeffekt sind die qualitativ aber relativ nah beieinander. Sprich, ich kann die jetzt im Grunde genommen auch schon bedienen und die andere eher nicht. Genau, die hat im Prinzip viele kleine technische Helferlein, die es einfach ein bisschen unterstützen. Im Endeffekt, ob ich jetzt die kleine Kamera am Start habe oder eine Mittelformatkamera, macht im Grunde genommen keinen Unterschied. Ich habe bei allen drei Kameras die gleichen Steuerelemente. Also ich kann die Belichtungszeit, ich kann die Blende und die Empfindlichkeit vom Sensor steuern. Das sind quasi die drei Grundrezepte eines jeden Fotos. Und das ist wirklich systemübergreifend alles, was man eigentlich beherrschen muss. Aber jetzt ist es so, du bist Profi. Du brauchst sowas. Du benutzt es jeden Tag. Aber ich jetzt als Hobbyfotograf, vielleicht kann ich mir sowas auch gar nicht leisten, weil da reden wir von mehreren tausend Euro. Kann man auch Autos fotografieren mit dem Smartphone? Ja oder nein? Auf jeden Fall ein großes Ja. Also es gibt keinen Grund, irgendwie das von der Kamera abhängig zu machen. Die ganzen Smartphone-Kameras werden von Jahr zu Jahr besser und besser. Grundsätzlich reicht das auf jeden Fall aus, um da Fuß zu fassen und mal einfach ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Alles klar. So, wir haben jetzt die Basics geklärt. Ich würde mal sagen, wir gehen ran an den Speck und probieren das Ganze einfach mal aus, oder nicht? Ready to go. Auto steht unten, jetzt geht's ans Fotografieren. Gut, Felix, da haben wir also das Model für den heutigen Tag. Mazda 3 mit der aktuellen Generation, die ja 2019 auf den Markt kam, wurde ja einige neue Kodo-Design-Elemente eingeführt. Und ich finde es ein sehr hübsches Auto auf jeden Fall. Und bei den Zuschauern da draußen auch ein sehr beliebtes Fahrzeug. Also der perfekte Wagen für den heutigen Shoot, oder nicht? Absolut. Das Auto sieht top aus, hat eine super Farbe. Und das Licht kommt jetzt hier auch schon ganz schön auf die Seite. Aber wir schauen uns erstmal die Perspektive an. Also wir haben jetzt hier eine Dreiviertel-Frontperspektive mal eingestellt. Das so der Klassiker unter den Perspektiven. Man sieht ein bisschen was von der Front, man sieht viel Seite, kann also das Fahrzeug in der Gesamtheit sehr gut erklären. Aber es gibt so zwei, drei kleine Kniffe, auf die man achten kann. Was uns beim Finden der Perspektive hilft, ist, an so einen Körper einzusetzen. Viel zu laufen, viel zu bewegen, gerne mal in die Hocke gehen oder mal eine ganz hohe Perspektive zu probieren. Ich mache das jetzt einfach mal mit meiner Kamera, wenn du magst. Darfst du gerne auch probieren, mit deinem Smartphone ein paar Bilder mitzumachen. Dann können wir nachher vergleichen, was das für einen Unterschied macht oder vielleicht auch eben keinen Unterschied. Alles klar, let's go! Wir haben jetzt den Dreiviertel-Frontschuss gemacht, haben jetzt auf eine Seite umgestellt. Die Seite ist nach dem Dreiviertel-Front wahrscheinlich eine der wichtigsten Perspektiven. Okay. Man sieht das Fahrzeug einfach so wie mit einem Federstrich gezeichnet, wie der Designer das in seiner Vision hatte. Und dementsprechend ist das natürlich auch eine unglaublich gute Perspektive, um die Unterschiede zwischen den Modellen zum Beispiel zu zeigen. Okay. Ja? Alles klar, wir legen los. Du, Felix,
Wir haben jetzt schon relativ viele Außenschüsse gemacht, ne? Und ich kenne ja unsere Zuschauer, die fotografieren auch gerne mal das Interieur. Hast du da vielleicht abschließend noch ein paar Tipps für uns? Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, dafür stellen wir das Auto auch nochmal um, damit wir da auch einen schönen Hintergrund haben. Und dann gibt es da alle Tipps und Tricks. Alles klar, ich darf wieder fahren. Du darfst. Und hier kann ich mir gut vorstellen, Felix, dass das gar nicht so einfach ist, weil draußen haben wir Licht, hier ist es ganz schön dunkel. Schwierig, ja oder nein? Also wir haben jetzt in diesem speziellen Fall hier eine Diffusion aufgebaut, die uns natürlich die Sonne einfach ein bisschen weicher wegblockt. Das heißt, kommt noch viel Helligkeit rein, aber es gibt keine harten Schatten und keine harten Linien. Wer das jetzt nicht machen kann, weil er nicht zufällig so eine Diffusion am Start hat, der kann auch einfach den Schatten suchen oder bei leicht bewölktem Wetter genauso gute Bilder erzielen. Es gibt aber trotzdem ein paar kleine Tipps und Tricks, auf die man achten kann, um im Interieur einfach ein schönes Ergebnis zu bekommen. Das eine wäre schon mal das Lenkrad ganz auf die innere Position zu bringen. Ja. Das hilft einfach, um diesen Baum unten, wo das Lenkrad befestigt ist, und diese Verkleidung möglichst zu minimieren. Dann, wenn man eine Gangschaltung hat, das Ganze entweder in Parken oder in den ersten Gang einlegen, damit es einfach alles schön sauber aussieht. Und natürlich generell darauf achten, dass das Interieur ein bisschen geputzt ist. Man könnte jetzt verschiedene Perspektiven im Interieur finden. Eine Perspektive, die halt wahnsinnig viel Information zeigt, ist quasi so eine schräge Ansicht von der Beifahrerposition. Da sieht man halt das Cockpit. Die Fahrerposition, das ist in der Regel die wichtigste Ansicht quasi, weil viele Fahrzeuge sind einfach fahrerorientiert. Das heißt, wenn du mir einmal die Rückenlehne von dem Beifahrersitz nach hinten klappst, dann kann man nämlich ganz bequem durch die Hintertür da rein fotografieren. Ah, okay, verstehe. Und dann hat man von hier quasi mehr Abstand und dadurch auch eine weniger verzerrte Ansicht von dem Interieur. So, was im Interieur natürlich noch super wichtig ist, dadurch, dass einfach wenig Licht reinkommt, wenn man die Wahl hat, ein lichtstarkes Objektiv zu nutzen oder halt eine Kamera, die bei schlechten Lichtverhältnissen dementsprechend gut performt. Wenn man das nicht hat, dann sucht man halt entweder eine Tageszeit, in dem generell viel Licht ist, oder man kann auch versuchen, das Ganze vom Stativ zu machen. Felix, hier ist natürlich auch entscheidend. Du machst ja relativ close Aufnahmen, also ein bisschen detaillierter und natürlich auch weitläufiger, oder nicht? Genau, das Schöne von hier ist natürlich, dass man das ganze Interieur sieht. Für Close-ups ist man in der Perspektive super frei und kann sich auch da wieder einfach viel bewegen. Ich würde sagen, das Interieur haben wir jetzt aber gut abgefespert und können jetzt ins Studio gehen und mal die Ergebnisse am Screen anschauen. Alles klar, let's go! Okay, Freunde, wir haben die Bilder auf den PC rübergezogen, haben sie schon auch ein wenig ausgewertet, weil 150 Bilder, die wollen wir euch jetzt nicht zeigen. Wir haben jetzt unsere Favoriten rausgezogen. Ja, und jetzt geht's ans Bildbearbeiten. Ganz genau. Also die Bildbearbeitung ist eigentlich bei Fotografen mittlerweile ein Muss. Das ist wie früher in der Dunkelkammer, den Film zu entwickeln. Deswegen ist es auch jetzt irgendwie nichts Verpöntes, ein Bild zu bearbeiten. Das gehört einfach zum ganz normalen Workflow dazu. Okay. Man kann hier ein bisschen die Farbe anpassen, ein bisschen wärmer oder ein bisschen kühler machen. Man kann natürlich die Belichtung ein bisschen anpassen, ob das einfach generell eher ein sehr helles Motiv sein soll oder vielleicht eher ein bisschen dunkles und spannendes Motiv sein kann. Das ist aber je nach Geschmack völlig unterschiedlich. Und wenn man das jetzt professionell macht, muss man in der Regel eine bestimmte Aufgabe damit erfüllen. Deswegen sind wir da ein bisschen gebunden. Aber als Amateur sind da alle Himmelsrichtungen offen. Du hast gerade gesagt, Ball flach halten, das ist natürlich die Champions League, ja? Jetzt spiele ich vielleicht nicht in der Champions League, sondern nur in der Regionalliga. Und zwar habe nur das Handy zur Verfügung, ja? Wir haben ja ein paar Fotos gemacht. Da wollte ich dich mal fragen, da kann man ja auch ein paar Sachen bearbeiten. Hast du da vielleicht für uns ein paar Tipps, wie man am Smartphone das Ganze bearbeiten kann? Oder vielleicht sogar deine Lieblingseinstellung, dass man hier das Ganze noch richtig cool gestalten kann? Ich wähle jetzt einfach mal eins aus, sagen wir es mal auch jetzt hier. Drei Viertel. Genau. Du kannst jetzt zum Beispiel verschiedene Grundsettings einfach anpassen, wie die Belichtung. Möchtest du das Bild heller oder dunkler haben? Brillanz erzählt im Prinzip sowas wie Mikrokontraste, also einfach, um das ein bisschen knackiger wirken zu lassen. In dem Fall würde ich jetzt vielleicht schauen, dass ich mal die Schatten ein bisschen aufhelle, dass halt die Seite von dem Fahrzeug ein kleines bisschen heller wird. Genau, ein bisschen mehr Trennung hat. Auch hier kann ich natürlich grundlegend beeinflussen, ob mein Bild eher warm wirken soll oder eher kühl wirken soll. Wenn man jetzt nachts oder in der Dämmerung fotografiert, kann was Kühleres ganz cool aussehen. Und die Software macht hier schon einen super Job, trotzdem die Farben relativ natürlich wirken zu lassen. Ich will es jetzt hochladen.
in meinem Instagram-Feed. Hast du vielleicht für generell jetzt diese Magma-Rot-Farbe, das Magma-Rot-Metallic, einen Filter, der so richtig nochmal raushaut, wo du sagen würdest, nehmt den am besten? Ja, also ich halte mich mit so generellen Empfehlungen immer zurück, weil das einfach sehr viel nach persönlichem Geschmack auch geht. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich auch hier einfach darauf achten, wenn man einen coolen Filter gefunden hat, der einem grundsätzlich gefällt, einfach den konsistent durch die Bilder durchzuziehen und dann kann man da viel noch mit der Intensität von dem Filter auch spielen. Ja? Okay. Und das gibt dann nochmal einen anderen Look und es ist einfach wahnsinnig spannend, sich da ein bisschen auszuprobieren. Jetzt sind wir fertig. Ich bin glücklich mit dem Bild. Instagram-Filter passt. Jetzt haue ich das Bild hoch auf den Feed. Aber wir haben jetzt ja viel über unsere Bilder geredet. Wir haben ja natürlich auch unsere Community, wo man mit dem Hashtag MeinMazda ja auch Sachen posten kann, zum eigenen Mazda hochladen kann und dann wird es ja von uns ja auch zum Teil gerepostet. Wir haben ja ein paar für euch rausgesucht, unsere Highlights. Willst du mal deine kurz nennen und mal zeigen, weil da sind ein paar richtig gute Bilder dabei, ne? Ich habe jetzt mal einfach drei Bilder rausgesucht, um exemplarisch auch ein bisschen zu zeigen, was ich daran gut finde und wo man vielleicht noch ein bisschen nachsteuern könnte. Aber grundsätzlich gibt es wirklich ein sehr hohes Maß an tollen Bildern und tollen Bildwelten. Bei dem Bild speziell, das ist einfach eine wahnsinnig tolle Lichtstimmung. Ja? Also wir haben jetzt so einen Interieurschuss, das sind alles weiche Lichter, die da die Trennung in den verschiedenen Schwarztönen trotzdem noch zeigen. Ja, es ist gar nicht so einfach, ein schwarzes Interieur zu fotografieren. Da empfiehlt sich so eine goldene Stunde, blaue Stunde natürlich sehr gut, weil wie wir es hier haben, gell? Genau, das Allgemeinlicht einfach sehr ähnlich vom Level ist. Der nächste Schuss, einfach großen Respekt für den Aufwand, den da manche Menschen betreiben. Das muss man einfach wertschätzen. Da drei Autos so zu positionieren, das wirklich sehr genau positioniert. Also das ist nicht nur so mal probiert, sondern da haben die bestimmt auch eine ganz schöne Weile dran umgearbeitet, bis die wirklich so perfekt stehen. Und dann natürlich Drohnenaufnahmen wirken nach wie vor super toll. Wirklich großen Respekt für den Aufwand und das Bild ist auch ziemlich cool geworden. Und dann natürlich einfach mal noch eine ganz andere Stimmung, mal ein Nachtmotiv. Da sieht man natürlich super mit diesem nassen Boden, was das nochmal für eine ganz andere Stimmung erzählen kann. Und auch mal bei schlechtem Wetter rauszugehen, why not? Ja, klar, warum nicht? Und dann auch noch die Lichtverhältnisse, das sieht richtig geil aus, ne? Ja. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Level, so, wo einfach ja, die Community beweist, was für eine Passion die für ihre Autos haben und das auch gerne mit den anderen teilen. Du sagst es. Also ich bin echt erstaunt, Freunde, wie gut das geworden ist. Also Respekt. Und vor allem, falls ihr mal euer Foto gerepostet haben wollt auf Instagram, dann nutzt einfach den Hashtag MeinMazda und dann seid ihr vielleicht beim nächsten Mal auch hier bei uns in der Sendung mit dabei. Damit sind wir tatsächlich schon wieder am Ende von dieser Folge, Felix. Ich sage vielen lieben Dank, dass du da warst. Autofotografie oder generell Fotografie, ein extrem spannendes Thema. Ich bin auch mal gespannt, wie ihr das Ganze da draußen umsetzt. Und dann sage ich Dankeschön, dass du da warst und vielleicht bis zum nächsten Mal. Gerrit, ich muss mich bei dir auch bedanken. Vielen Dank für die Einladung. Es hat super Spaß gemacht und ich bin gespannt, was du mit den Tipps anstellen wirst. Alles klar. So, Freunde, Zeit fürs Outro. So, Schatten beachten. Felix hat ja gesagt, ne, 7/8 oder 3/4. Ja, so sieht's gut aus. So, Freunde, und damit sind wir am Ende von dieser Folge. Ganz ehrlich, Autofotografie, super spannendes Thema. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Ich könnte hier noch den ganzen Tag fotografieren. Ne? Da hat Felix ganz schön was in mir ausgelöst. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ja, lasst unbedingt ein Like da. Und natürlich Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ja, und dann sehen wir uns bald wieder für eine neue Folge von Fragmaster. Ich sage Tschüssikowski, euer Gerrit.